Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Theatergemeinde, es ist wieder Weihnachten und ich freue mich, dass ich in Kärnten Weihnachten feiern kann, weil ich fühle mich hier sehr wohl, ich fühle mich vor allem mit Ihnen sehr wohl. Es ist ein wunderbares Land und vor allem wir haben hier ein wunderbares Theater, ein ganz besonderes Haus mit all seinen wunderbaren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich wünsche allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Es sind keine einfachen Zeiten. Eine Krise jagt die nächste. Von der Wirtschaftskrise zur Corona-Krise. Jetzt haben wir Krieg in der Ukraine und fast gefährlicher noch im Nahen Osten. Wie ist das auszuhalten? Auch wie spielt man da Theater? Wir haben ja auch im Theater eine Krise. Uns wurden die Lohnsteigerungen nicht ausgeglichen als einziges Theater in Österreich. Das tut sehr, sehr weh. Aber ich möchte hier an dieser Stelle auch dem Landeshauptmann und Herrn Malle und Frau Czernitz nochmal ausdrücklich dafür danken, dass sie sich so für das Theater eingesetzt haben. Und ich bin mir sicher, dass 2025/26 ein besseres Jahr kommt und vor allem Mein Freund Harvey findet statt mit Mira Stadler als Regisseurin. Es ist also nicht alles schlimm und ich glaube, das ist unsere Aufgabe. Auch als Theater, auch als Kunstschaffende, wir müssen positiv in die Zukunft schauen. Wir dürfen nicht dekonstruieren. Wir müssen den Leuten Geschichten erzählen, wo sie mit Hoffnung aus dem Theater kommen, noch besser mit einem Lächeln. Und das ist mein Ziel, dass Sie Hoffnung schöpfen können, dass Sie sich wohlfühlen im Theater, dass Sie Freude haben, dass Sie lachen und weinen bei unseren Geschichten. Ich habe einen Text, einige werden ihn schon kennen, das ist von Axel Hacke über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wichtig uns der Ernst des Lebens sein sollte. Und das ist, glaube ich, gerade in dieser jetzigen Zeit, wo alles so ernst ist, sehr wichtig. Im Antiquariat finde ich ein Büchlein, Heilkraft des Humors von Michael Tietze. Darin steht, leben wir gegenwärtig in einer Zeit, die von Katastrophenstimmung und Zukunftsängsten erfüllt ist. Angesichts sterbender Wälder, steigender Arbeitslosenzahlen und ganzer Legionen von Atomraketen scheint der Gegenwartsmensch tatsächlich nichts mehr zu lachen zu haben. Erscheinungsjahr war 1985. Ich sehe da gewisse Parallelen. Der Text geht aber weiter. Ich krame mit diesen Fragen beschäftigt ein wenig im Internet herum und entdecke einen Text des Philosophen Wilhelm Schmid, in dem er den Begriff, um den es hier geht, näher betrachtet. Das Manuskript für das Radio geschrieben beginnt, ist dies eine Zeit, in der die Heiterkeit am Platze ist? Das würden wohl die meisten Menschen verneinen. Zu viel schlimme Nachrichten stürmten auf uns ein und bei manchen gibt es Gründe, der Verzweiflung näher zu sein als der Heiterkeit. Das stammt vom Mai 2001, also aus der Zeit vor den Attentaten vom 11. September. Nicht, dass dies leichte Jahre gewesen wären, aber von den Zuspitzungen unserer Tage waren wir, vorsichtig ausgedrückt, etwas entfernt. Dennoch stellt sich diese Frage, darf man heiter sein in diesen Zeiten? Wäre es nicht Unsinn, die Heiterkeit aus unserem Lebensplan zu streichen, weil die Umstände und Aussichten gerade enorm unheiter sind? Würden wir uns nicht gerade das nehmen lassen oder selbst nehmen, deswegen wir an diesem Leben hängen? Sollten wir nicht sogar gerade dann heiter sein, wenn die Zeiten es nicht sind? Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Lassen Sie uns heiter sein, trotz allem. Ich wünsche Ihnen alles Gute, alles Liebe, bleiben Sie uns gewogen. Ihr Theater Klagenfurt.